Leute, ich begrüße euch zur weiteren Runde von Magicraft. Wir sind wieder am Start. Ja, Wulli, Dulli, Mulli, Rulli. Letzte Folge haben wir ja, glaube ich, was haben wir denn da gemacht nochmal? Ja. Wir hatten letzte Runde Arcane Explosion gespielt, genau. Mal gucken, was wir diese Runde machen. Arcane Explosion an sich hat ja sehr gut funktioniert eigentlich, bei sehr vielen Gegnern. Aber bei dem Boss halt eher weniger. Wobei wir ja, glaube ich, gar nicht so weit kamen bis zum Boss. Wir sind ja, glaube ich, an irgendeiner Zwischenstage hängen geblieben. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben 1400. Aber wir, nee. Spezifisch, also wenn wir auf was irgendwas Spezifisches gehen würden, dann würde ich das ja auch machen mit dem mit dem Bezahlen, mit dem Ausgeben. Aber ich gehe halt jetzt nicht so auf was Spezifisches, deswegen machen wir da jetzt mal noch eine Sparrunde. Mal gucken, vielleicht dann die nächste Runde oder vielleicht auch die übernächste Runde gehen wir dann mal wieder auf was Spezifisches. Ich bin halt nicht so krass erprobt in diesem Spiel. Ne? Also ich habe es jetzt ein einziges Mal geschafft, den Trollboss 5er zu erledigen. Ein einziges Mal. Das Video ist, glaube ich, auch schon rausgekommen. Habe ich nämlich auch dann aufgenommen, zum Glück. Ja. Man braucht halt sehr viel Damage, ne? Also so ist es nicht. So, um diesen Damage zu bekommen, braucht man halt sehr viele Faktoren. Sehr viele verschiedene Faktoren, wie Relikte oder auch den perfekten Stab mit den perfekten Items etc. 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 Diese Faktoren sind bei mir halt nicht so gegeben, weil ich mich nicht so richtig krass mit dem Spiel auskenne. Ja, ja, ich spiele zwar sehr viel und auch sehr gerne, aber ich weiß halt nicht so richtig, wie, wo, was man jetzt wo jetzt bauen sollte, müsste für Damage. Also ja, deswegen mal gucken. Core of Thunder. Ich kaufe mal einen Core Thunder. Es ist irgendwie nicht so das Wahre. Es könnte eventuell wieder ein altes Bild für was Cooles sein, aber es ist irgendwie. Wow. Der macht sich selbst erstmal kleiner, auch nicht schlecht. Ja. Digga, jetzt geh mir mal nicht auf die Nerven hier. Das ist scheiße, das Event. Das, ja, nee, das könnte ich. Das will ich mitnehmen. Müsste doch jetzt eigentlich One-Shot sein, ne? Oder? Ja. Lol. Geist into the Geist geht. Okay, das ist krass. Das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Oh, und tschüss. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Magic Ball. Vielleicht könnte ich hier auch was mit den Schlangen anstellen, ne? Das ist ja auch eigentlich eine ziemlich geile Fähigkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Also Schlange ist eigentlich auch nicht schlecht. Thank you.
Imperkursion, Summoning Spells. Okay. Summoning. I mean. Ich könnte es reintun. Oh, mal gucken. Schon nicht so scheiße, ne? Das heißt, den braucht jetzt eigentlich keiner? Vier Stück? Ja. Nicht schlecht. Gehen wir ein bisschen auf Gold. What? Oh je, meine. Aber das ist ja eigentlich auch ziemlich wichtig, ne? Welche Marken war jetzt an Doors? Vielleicht ein Bias mit Comchess noch. Meine Güte. Ah ja. Boah, drei sehr gute, aber Gold. Gold ist halt Gold, ne? Also, Pops sind tatsächlich gar nicht so scheiße. Also, sie gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt so. Die müssen halt einfach auf 2 sein, damit die wirklich reinböllern können. Und da muss auch viele Faktoren dazu passen, so, weißt du, was ich meine? Ansonsten, ja, ist nicht so schlecht eigentlich. Ich meine, guck mal, für den Anfang ist es so ziemlich krass, weil die echt den Damage reinhauen. Aber wenn es dann halt gegen Welt 8 geht, Welt 8, genau, Welt 3 geht, dann ist halt schon wieder so schwierig. Vor allen Dingen Welt 2 Boss ist ja auch schon schwer, ne? Also.
Nicht schlecht. Aber ich muss den Scheiß mal definitiv wegbekommen, ne? Dauert ein bisschen lange, ne? Aber das war wohl nichts mit dem Zwischenraum. Fuck. Ah doch, klar, ich hab Schild. Hallo. Genau deswegen wollte ich den Schild haben. Hehe. Super. MP-Regeneration aller Stäbe erhöhen. Ist auf jeden Fall sehr gut. Nehmen wir mit. Das nehmen wir. Wir nehmen alles mit. Das war ein sehr guter Zwischenraum. Sehr guter Secret-Raum. Raum. Ja, und dann geht halt der Ratespaß weiter, ne? Erstmal schmeiß ich mal den Stab weg. Meine Güte, Alter. Minus 1 HP. Ach, ich krieg minus 1 Damage. Achso, ich dachte, ich krieg jetzt minus 10 oder so. Ja. Alles gut. Also wahrscheinlich minus 1. Nerv mich nicht. Ja, maximal minus 1 HP. Oh, guck mal. Maximal Leben geht auch wieder hoch. Oh ja, Level 2 Cloves ist halt schon ziemlich strong, so früh zu bekommen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich hoch, eventuell noch weiter zu leveln mit dem Handschuh. Oh ja, so. Auch das sehr gut. Nehme ich mit auf jeden Fall. Mir fehlt es halt schlichtweg einfach an Damage. Ich habe nichts Gutes, was ich irgendwie hier vorzuweisen habe.
Also die Relikte an sich sind ziemlich strong. Aber alles andere ist so semi-optimal. Nein. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf Wasser, das kannst du knicken. Das, was ich aber auch brauche, ist mal langsam eine Statue. Oder heiliger Trank. Heiliges Wasser heißt das, glaube ich. Ne? Ein Glück. So, den müsste ich eigentlich theoretisch jetzt auf Magic Ball machen. Hoffentlich. Hoffentlich. Danke. Den dann hoch machen und jetzt einen Pop 2 rausbekommen, bitte. Hat nicht für einen Pop 2 gereicht, leider. Oh Gott, das ist mir. Ayo! Stimmt, das habe ich voll vergessen. Das schwarze Loch zieht ja die Gegner rein. Das habe ich wirklich voll vergessen. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Just Spell. Oh mein Gott. Oh mein... Okay. Bro. Das ist insane. Das ist fucking insane. Holy moly. Endlich. Ich gehe mit dem Gürtel. Das ist absolut insane. Wait a minute! Kann ich die steuern? Boah, aber ganz langsam. Aber nur ganz langsam, leider. Oh
Dann gib mir Pop 2. Please. Ey, das ist auch krass. Ja, das ist natürlich jetzt absoluter Müll. Können die eigentlich nicht reingezogen werden? Ich verstehe es nicht. Wie kann das denn sein, dass dieser Raum jetzt hier gerade echt zu einer Tortur wird? Ich glaub's nicht. Ich habe schon mehr als 100 Leben hier verloren, glaube ich. Es ist witzig jetzt, oder? Oh mein. Oh mein, ich hätte das mitnehmen sollen. Ich hätte voll die Idee gehabt. Man verschießt ja mit dem Item sein Gold. Wenn man dann einen Duplikattrank hat, könnte man doch rein theoretisch sein ganzes Gold duplizieren. Oder nicht? Weil es liegt ja auf dem Boden und es wird dupliziert.
Also rein theoretisch müsste es ja dann eigentlich funktionieren. Oh, beim nächsten Mal, wenn ich den nochmal habe, muss ich das auf jeden Fall ausprobieren. Das nehme ich doch gerne mit. Da wäre ein Pop, aber eigentlich will ich ja den Zweier-Pop so machen. Und eigentlich brauche ich auch alles, was ich an Gold habe. Auf jeden Fall mitnehmen. Der ist wichtig. Es ist einfach unfassbar. Ja, ich glaube nicht, dass wir weit kommen werden, ne? Leider. Ich habe gar nichts, irgendwie gegenzusteuern. Wobei ich hier eigentlich auch mir trotzdem Pop hätte. Ah ne, das wird nix. Auch wenn die Gegebenheiten eventuell da wären, aber das wird nix. Das war nicht gut. Schade, ey, Mann. Dann haben wir auch noch relativ früh ein Epic bekommen und den haben wir halt nicht verwenden können. Das ist echt schade. Jetzt haben wir schon 1600. Aber wisst ihr, was das Ding ist, Leute? Wenn ja das Update kommt, das wird ja noch kommen, 1.0. Das große, mega große Update 1.0 mit so vielen verschiedenen neuen Sachen, mit verschiedenen Zauber etc. pp. Da braucht man halt auch diese Dinger wieder, ne? Also so ist es ja nicht fürs Upgraden und so. Vielleicht ist es ja doch schlau, eventuell das ein bisschen beisammen zu haben.
Fitness. Nehme ich mit. Ist der perfekter Secret Raum gewesen? Also wirklich perfekt. Okay, nochmal kurz mal einen Skill, nehme ich mit. Aber ich kann halt leider nichts machen. Das ist echt schade. 2 Stunden 25% kurz auch nicht schlecht. Nerv ich doch nicht, Mann. Da ist eine Kiste. Meinst du, ich sehe die nicht, oder was? Ich komme gar nicht dahin. Ja, super. Ich komme da gar nicht hin. Oder warte mal. Vielleicht doch. Sehr gut. Ja, das ist halt die Frage jetzt, ne? Gehe ich auf Pop die Runde nochmal oder? Was soll ich mir Scheiß drauf? Oder ich versuche wieder mein Schwert zu machen. Ich versuche mein Schwert wieder zu machen. Na, guck mal. Guck doch direkt mal noch um die Ecke. Und das. Und der perfekte Zauberstab dazu. Hallo. Okay. Es ist nicht schlecht, auf jeden Fall, ja. Schade. Das ist natürlich ein Problem, wenn man nicht fliegen kann. Das ist schon crazy. Wie so ein Autowischer.
Mein Gott, geh mir nicht auf die Eier, Alter. Ja, GG, das ist lost. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Wow. 8 HP, Bro. Krass, oder? Oh mein... What? Oh. Er ist ja noch besser. Nicht. Wait, what? Wieso ist denn der vor allem noch so groß? Ach, macht Body Science auch das größer oder was? Krass. Wusste ich gar nicht. Easy. Oh boy. Bin jetzt gespannt. Oh yeah. Jetzt habe ich ja natürlich auch das mit den dauerhaft Nebenräume. Oh, yo. Ich könnte natürlich jetzt wieder als Bekannte bekommen. Magic Ball. Magic Ball. Wow.
Unable to recognize text. Ja, toll. Weil ich ja eigentlich auch schon das meiste so... Oh, das ist eigentlich so ein... Das ist eigentlich so ein Ding, wo ich mir sagen würde, okay, ja doch, nehme ich einfach halt mit, weil die 20% mehr... Ja, warum nicht? Vor allen Dingen dann, wenn ich dann auch noch die Goldhandschuhe bekomme. Hoffentlich. Demnächst. Synergiert das halt vollkommen. Krieg ich halt doppelt Kohlemole. Alles andere ist natürlich ziemlich scheiße. Aber es geht eigentlich, ne? Es geht eigentlich. Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt mein... Das habe ich jetzt dabei. Das heißt, ich kriege immer mehr und immer mehr Rüstung. Alles klar. Alles klar. Also langsam wird es lächerlich. Sieht nicht gut aus. Es sieht ganz und gar nicht gut aus. Hey, Mini. Da ist er. Oh.
Egal. Ach, egal. Sei es drum. Die Runde hat sich eh nicht gut angefühlt. Haut rein!